Hallo Leute, heute wie ihr seht, machen wir mal Babysocken, weil ja, die Kollegen, entweder Tante oder Oma, irgendwas kommt immer. Und dann kommt die große Frage auch, Elo, kannst du mal? Ja, natürlich kann Elo. Ich bekomme dann allerdings die Wollen, also das sind so Sachen, wo ich sage, so wie bei diesen hier, die habe ich dann von einer Arbeitskollegin gestellt bekommen, damit sie dann auch ihre Socken bekommen kann. Es wird ein Mädchen, wie man vielleicht unschwer sehen kann. Blau-grün und gelb finde ich eigentlich auch ganz süß. Ist eigentlich was Neutrales, was ein Junge und ein Mädchen tragen kann. Sind sehr winzig und maximal 7 bis 8. Hier habe ich nochmal eins ein bisschen größer gemacht. Und das Original, das habe ich dann mal so. Oh Gott, das habe ich immer liegen. Das war mein Probestückchen. Das sind so die Füßchen von den kleinen Süßen, wenn sie kommen. Und damit wir aber hier nicht nur reden, weil die meisten haben die Frage, Mensch, wie viel Maschen muss ich nehmen, wie hoch muss das, muss die Fersenwand werden und, habe ich ganz einfach mal ein paar Infos für euch. Wie zum Beispiel, hier habe ich noch eins, was ich angefangen habe. Ich habe unterschiedliche Wollen, wie ihr seht. Das hier ist eine Maiboshi-Wolle. Und da habe ich dann nur 16 Maschen genommen. Also ihr seht, gerade für so kleine ist ganz, ganz schlimm. Sowas ganz Dickes, sage ich mal. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt genommen, weil die kommt erst, die Kleine. Aber trotzdem, die Wolle ist schön. Zumindest hier für die Füßlinge finde ich ganz süß. Dann haben wir bei der Fersenwand, haben wir ja angefangen, gezeigt, hatte ich das mal, dass wir Können wir das andere immer. Video nochmal verlinken, sonst mit Ja, den anderen Socken, ja, ne? natürlich, das ist vielleicht ganz gut, da haben wir das ganz gut zu sehen, weil hier, glaube ich, ist die Wolle ein bisschen dunkel, ne? Das geht schon. Ja, haben wir immer zwei linke Maschen vorne bei der Fersenwand, um zu zählen, wie oft, also jede zweite Reihe, wie hoch müssen wir? Und bei unseren Füßen sind wir bei 9 Mal raufgegangen mit der linken Masche, also jede zweite Reihe. Hier ist es so, dass wir da natürlich viel weniger machen müssen. Bei solcher dicken Wolle maximal 3. Eine Fersenwand sollte nicht mehr für so eine kleine bei 3 cm sein, dann ist es schon ziemlich hoch. Aber bedenkt immer, Sie haben oft noch den Strampler an, der muss da noch mit reinpassen. Ja. Hier ist die Wolle zum Beispiel dünner, wie jetzt die. Da habe ich dann aber 24 genommen, mal. Vielleicht vergleichbar mit dem. Aber trotzdem auch nur 16 bei dem, nur dass ich ihn etwas höher und ein bisschen länger gemacht habe. Hier habe ich dann schon 4-mal diese linke Masche reingesetzt. Also ihr seht, je nach Wolle dementsprechend wird natürlich dann auch der Socken größer oder kleiner, ist ganz logisch. Und dementsprechend müsst ihr auch ein bisschen umdenken beim Stricken. Hier habe ich jetzt noch etwas, was noch viel dünner ist. Und ich bilde mir ein, ich habe da sogar dann bei der anderen Socke schon mehr gemacht. Ich glaube 5. Hier bin ich jetzt gerade bei der Fersenwand und habe den ersten angesetzt. Und das Prinzip ist, bleibt ja das gleiche wie bei den großen Socken. Nur dass wir, wie gesagt, mit kleineren Maschen agieren. Und das Schöne daran ist, sowas kriegt man hier mal so ganz schnell an einem Tag fertig. Du gleich viermal, ne? Ja, wenn es Du dann geht. kannst es ja nicht Nee, kriegt dann auch lassen. die Finger nicht davon. Ist klar. Ich meine, ich habe jetzt wirklich nichts Aufwendiges gemacht, aber man kann dann natürlich alles Mögliche noch machen. Man kann oben doppelt machen, aber dann bitte nur mit dünner Wolle, damit man den Rand umknicken kann. Man kann mit Blümchen verzieren. Ich habe jetzt in den Rosanen zum Beispiel oben das Dornröschenmuster noch mit reingebracht, weil ich das ganz niedlich finde. Allerdings müsst ihr da dann den Strumpf hinten auflassen. Habe ich jetzt auch noch offen für euch. Den nähe ich dann erst im Anschluss zu, weil wir das Dornröschenmuster nicht in Runde stricken können. Ne? Das sind dann halt so ein bisschen ein paar Sachen, wo man dann sich überlegt, mache ich es nicht. Für mich ist es halt einfach, ich finde es halt niedlich bei Mädchen. Und wie gesagt, und dann immer in jeder zweiten Runde, also auf der Rückreihe habe ich es nicht gemacht. Jetzt mache ich wieder meine linke Masche. Aber hier mache ich keine zwei, sondern nur eine, weil das sonst zu weit reingehen würde.
Ne? Das ist, denke ich mal, auch sehr verständlich. Ansonsten stricken wir das Käppchen nicht anders. Soll ich dir deinen Knäuel wiederholen? Nein, lass es an der Erde. Es wird sich auch so rollen, denke ich mal. Ich hätte es dir schon geholt. Kein Problem. Ich glaube, das kriege ich gebacken. Ja. Ja, da hoffe ich mal, dass ich dann das Richtige erwischt habe hier. Weil die Wolle ist, die habe ich dann jetzt mal noch gesponsert, damit sie nicht nur so eine Klotzen an den Füßen hat. Ich finde es halt wichtig, so ein bisschen was Zierliches auch für die Kleinen zu machen, da die ja nur wirklich mini sind. Ne? Und die Socke, die ich gestrickt habe, die ganz kleine in rosa, das ist wirklich so, wie wenn sie nackt mit den Füßen wären. Die habe ich schon eine ganze Zeit lang liegen, weil das ist dann immer mal mein Stückchen, wo ich sage, okay, wenn da mal wieder, so wie jetzt, jemand ruft und sagt, boah, kannst du mal, dann habe ich immer mein Maß zu Hause, damit ich mir nicht jedes Mal von der Nachbarin die Puppe organisieren muss. So, jetzt sind wir hier beim dritten und ihr seht, es ist noch nicht sehr viel weiter. Ich denke, wir werden hier bei solcher dünnen Wolle, auch wenn ihr mit der normalen Sockenwolle arbeiten solltet, mindestens 5 machen, damit ihr so auf die 3 cm von der Fersenwand kommt. Denn ich habe jetzt, wenn wir dann soweit sind, ich habe jetzt 5-mal das Ganze gemacht. Stricken wir rüber. Gucken vorher, wie viel wir haben. Wir haben 12, lassen 6 in der Mitte. Wir halten 3. Und stricken dann 2 zusammen. Außen. Dann festhalten, rumdrehen. Hier immer darauf achten, dass ihr die Endmaschen nochmal gut anzieht, weil sonst habt ihr da zu große Abstände drin und bekommt nachher Löcher rein. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und das macht ihr 2, 4, 5, 6, bis ihr auf den Seiten keine Maschen mehr habt. Wir haben jetzt wieder 6 und wieder drehen. Die letzten immer zusammenstricken, damit außen die Maschen weniger werden. Erste Masche abheben, bisschen anziehen und weiter. Und dann auf die nächste Seite. Und wieder die nächste Masche zusammenstricken. Und wenden. Und bitte. So, und wenn wir jetzt die letzte rübergehen, das heißt, wir gehen ja dann nochmal zurück, nachdem wir die auf der Seite abgenommen haben. Ihr seht, wir haben ein ganz tolles Käppchen. Super schön. Und jetzt ist es ja so, dass wir mal die eine Nadel wieder beiseite legen, dass wir die Maschen wieder an den Seiten rausholen und aufnehmen. Das heißt, wie schon mal gezeigt, wir gehen an den Seiten rein, nicht zwischen den einzelnen Maschen, und gehen dort und holen da die einzelnen, halt, stopp, das war nicht der richtige. Also ich gehe nicht hier zwischen die Maschen, weil somit behalten wir ein Riesenloch. Das wollen wir ja nicht, wir wollen kein Loch. Hier gibt es eine Masche, wo sich die beiden reintreffen und da gehen wir rein. Gehen oberhalb rüber und ziehen dann den Faden durch. Gut anziehen. Trick 17. Ja. Aber dann hast du keine Löcher, weißt du? Nee, Löcher wollen wir nicht. Nee. Und das ist nämlich auch immer so ein Ding, weil meine Kollegin, die kann das nämlich auch nicht. Ich sag hier nicht so Sachen, aber kriegen wir noch Ärger? Nee, da kriege ich keinen Ärger. Die hat mir das schon gestanden und hat gesagt, ich kriege das einfach nicht hin. Aber wir haben auch noch nicht die Zeit gehabt, dass ich ihr das mal zeigen konnte. Und wir holen immer wieder aus diesen Maschen, die wir der Reihe nach unten haben. Also die sind ja, ihr seht ja unseren Rand ganz normal. Und aus diesen Reihen holen wir im Prinzip die Maschen raus. Das ist bei den Strümpfen so, das ist bei Ausschnitten so, egal wo. Es ist immer besser, ihr holt es aus diesen Ecken raus, weil ihr dann keine Löcher mehr drin habt. Ja, das ist einfach Trick 17, ja, wenn man es so richtig nimmt. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Trick, ne? Somit haben wir
ja doch eine Erleichterung beim Stricken und Angucken nachher. Es sieht dann auf jeden Fall besser aus, wie wenn wir dann da irgendwo ein Loch drin haben. So, das ist hier meine letzte. Dann nehmen wir die nächste Nadel wieder auf und stricken ganz normal rüber. Ich habe eins links, eins rechts gewählt. Das macht auch jeder, wie er möchte. Viele stricken zwei links, zwei rechts. Ich finde es halt immer schöner, wenn die ein bisschen enger anliegen. Und dann halt vom Muster her auch immer so ein bisschen, ja, schöner sind. So, und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da wäre es vielleicht dann ratsam, wenn ihr nochmal schaut, wir hatten, oben haben wir 6 Maschen gehabt und wir haben jetzt nochmal 6 Maschen dazu genommen. Wir müssen aber nachher hier wieder auf 6 Maschen kommen, die wir auch wieder abnehmen müssen. Das heißt, wir müssen auch hier auf der Seite 6 Maschen dazu nehmen, damit wir, damit die Socke nicht ungleichmäßig wird. Also fangen wir auch ziemlich weit unten an. Und schauen, dass wir da reinkommen. Ach Gott, jetzt habe ich. Huch. Nein, ich war nicht richtig. Da. Wer damit Probleme hat, da reinzukommen, weil ich habe manchmal auch das Problem, wie ihr seht. Ach nee. Ach ja. Wenn ich dann so ganz fuchsig werde, dann könnt ihr auch eine Häkelnadel dafür nehmen. Ne? Das ist für einige vielleicht auch leichter. Aber ja, manchmal habe ich auch solche Tage, wo da gar nichts geht. Und wenn wir jetzt auch auf dieser Seite unsere 6 haben, schieben wir die Nadel wieder ein Stück zurück. Halt, aber nicht so, dass die Maschen runtergehen. Oh. Und stricken von hier die ersten 3 mit rüber. Die gehören mit auf dieser Nadel. Weil wir ja 6 in der Mitte hatten. So, dann nehmen wir unsere 5. Nadel und beginnen wieder ganz normal zu stricken. Und zwar heißt das, die ersten auch immer ein bisschen mehr anziehen, damit wir keine Löcher reinbekommen. Und gehen dann hier langsam runter. Und zwar bis zu den letzten 3 Maschen. Dann stechen wir hier ein. Und stricken die ersten zweite und dritte zusammen. Wieder gut anziehen. Und ich wollte mal gucken, was ich da für Masche nochmal habe. Aha, dann stricke ich jetzt eine linke. Ich gehe da mustermäßig weiter, weil ich hier auch eine linke Masche habe. Und lasse die noch mitlaufen, weil das meistens schöner aussieht, als wenn dann jetzt hier alles glatte Maschen kommen. Sieht immer so halbfertig aus. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Also es macht jeder, wie er denkt. Dann ganz normal wieder rüber. Und auch hier. Und das Gleiche machen wir dann auf der anderen Seite. Halt, stopp, irgendwie. Links, rechts. So, jetzt gucken wir mal, was hier ausgeht. Na, hier ist die linke, das letzte, dann machen wir auch die rechte. So, dann die erste wieder stricken und die nächsten 2 nehme ich und stricke zusammen. Und das mache ich jetzt in jeder Runde so oft, bis ich hier auch wieder die 6 Maschen drauf habe, die ich auf jeder Nadel habe. Immer nur auf den letzten, wo wir mehr Maschen drauf haben. Ne? Und stricken bis vor, ihr seht, sieht schon ganz toll aus, und stricken jetzt vor bis zur Spitze. Das habe ich jetzt bei einem zweiten Strumpf schon gemacht. Und
bin schon ein Stückchen weiter. Ja. Bitte keine Knoten. Mal kurz entwirren hier. Und habe dann, nachdem ich dann wusste, aha, so lang soll er werden, habe ich nochmal zusätzlich vorne glatt gestrickt, zwei Reihen. Ich bin jetzt so weit, dass ich meine Spitze mache, meine Fußspitze. Und dazu nehme ich auch wieder die erste Masche. Moment, ich bin eigentlich falsch. Entschuldigung. Ja, das musst du, normal fängst du immer auf den, auf der ersten an, ne? Also vom Faden ausgehend, auf der ersten Nadel fängt man damit an. Ich war jetzt hier schon ein Stückchen zu weit, ich muss mal ein Stück zurückkommen. Sonst funktioniert das gar nicht. Also es funktioniert trotzdem, aber wir wollen es ja richtig zeigen und nicht, wie es nicht geht. Ach, ich habe das sogar schon gemacht, sehe ich gerade. Doch, zeig ruhig, wie es nicht geht. Nein, geht. Nein. Ich habe die erste schon gemacht, sehe ich gerade. Ah, siehst du das? Ja, deswegen. Ja, na, ist egal, wir zeigen es ja auf der Seite trotzdem weiter. Da war ich dann doch schon etwas voreilig und habe gedacht, boah, lass mal. So, dann nehmen wir die erste Masche und stricken die nächsten zwei zusammen. Stricken weiter glatt. Und dann unsere dritte Nadel wäre das jetzt. Wieder glatt weiter. Das ist voll witzig mit den kleinen Dingern. Du kriegst bald eine große Nadel für ein Poncho. Und dann die nächsten zwei. Und wir haben immer die Außenkanten nochmal drauf. Die werden immer extra gestrickt. Bei jeder. Und das macht ihr aber auch wirklich jedes Mal ringsrum. Aber nur an den Außenstellen, wie gesagt, von beiden Seiten. Einmal hinten, einmal vorne. Hinten und vorne. Dass wir dann nach vorne hin die Spitze bekommen. Ne? Ich denke, das ist verständlich. Ansonsten schaut auch nochmal in das andere Video rein von den Socken. Da haben wir das ja auch nochmal ganz super erklärt. Ich denke, dass das da auch ganz gut rüberkommt. Wieder die ersten zwei. Und ich stricke auch hier einmal in die Richtung und einmal in die Richtung, weil ich einfach finde, dass das schöner rauskommt. Einmal gehe ich von hinten rein in die Maschen und einmal von vorne. Aber ich glaube, das hatte ich da auch gesagt. Also im Endeffekt ist es so, dass Socke, einmal Socke stricken das gleiche bleibt. Ne? Da kann man nichts sagen. Und dann, weil noch etwas bei dieser dünnen Wolle behalte ich vier Maschen, also zwei Maschen immer auf jeder Nadel und werde sie dann zusammennehmen. Bei den dicken habe ich im End nur eine Masche gelassen, weil das sonst zu heftig wird, wenn man die zusammenzieht. Aber da müsst ihr dann auch nochmal gucken, das hängt wirklich von der Wolle ab. Das kann man so nicht pauschal sagen. Ja. Nee, das geht nicht. Mhm. Ne, also es richtet sich. Muss man halt ausprobieren. Ja, das muss man wirklich ausprobieren. Ich habe jetzt auch bei der nächsten, die ein bisschen dicker war, da habe ich zum Beispiel auch vier genommen und das sieht total süß aus. Also ist echt schön geworden. Und da muss ich sagen, doch, passt. Ne? Mhm. Und so sollte es ja dann auch aussehen. Im Endeffekt, wie bei einer Mütze oben, so richtig schön. Ne? Und bei den Vieren, also bei der dicken Wolle, da ist es einfach nicht machbar, wenn du so eine dicken Wulste da vorne hast. Das ist einfach nicht schön. Ja, ansonsten sage ich mal, viel Spaß weiterhin. Auch bei Babysocken stricken. Und immer dann, wenn ihr grüßt, ach, bevor ich was sage, bevor wir uns hier noch verabschieden, bei größeren Socken ist es so, dass ihr immer in Achterschritten rauf geht. Also wenn ich jetzt hier habe ich 16 Maschen, hier habe ich 24 Maschen. Ich habe auch hier 24 Maschen. Die nächste Größe kommt dann bei 32 Maschen. Ne? Weil wir immer die gleiche Anzahl auf allen Seiten haben müssen. Also und gerade Zahlen vor allen Dingen, keine ungeraden. Sonst haben wir hier oben ein Problem bei der Spitze. Ne? Weil wir das vorher nicht hatten, aber da werden wir eins haben.
Ja, bei der Ferse wird es auch ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, das ist verständlich. Also, ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.